Hallo, es ist Thomas. Ich habe mir bei Arento diesen Crepe-Maker ausgeliehen und den werde ich heute für dich testen. Für unsere Crepes benötigen wir 125 Gramm Mehl, 250 Milliliter Milch, eine Prise Salz, einen Esslöffel Vanillezucker, zwei Eier und 25 Gramm zerlassene Butter. Für unseren Teig verrühren wir jetzt das Mehl, die Milch, Salz, Vanillezucker und die Eier. Die komplette Zutatenliste und das Rezept für zwei Personen findest du in der Beschreibung des Videos. Wir geben die zerlassene Butter dazu und verrühren die Masse. Im nächsten Schritt heizen wir unseren Crepe-Maker vor. Danach ein bisschen vom Teig auf der Platte verteilen und ca. 2-3 Minuten bei mittlerer Hitze auf jeder Seite braten. Im Anschluss jetzt einfach mit Marmelade oder Nutella bestreichen, anrichten und genießen. Ja, also dieser Crepe Maker hat richtig viel Spaß gemacht. Crepe Teig ist einfach gemacht, geht auch schnell und die Crepes werden sehr lecker. Das Verteilen des Teigs auf der Platte, das braucht schon ein bisschen Übung, aber eigentlich kann man im Grunde nicht viel falsch machen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es, subscribe zu unserem Kanal und ich freue mich schon, dich beim nächsten Video wiederzusehen.